Das große Volleyballturnier der Berufsfeuerwehren Deutschlands fand in diesem Jahr Mitte Februar in Erfurt statt, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Erfurter Berufsfeuerwehr. 12 Mannschaften aus ganz Deutschland wollten einen Sieger ermitteln. Nach einer kurzen Aufwärmphase und dem obligatorischen Mannschaftsfoto folgte die Eröffnung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße alle Sportfreunde aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland zu unserem dritten Volleyballturnier hier in der Warburg-Gropius-Schule. Dieses Volleyballturnier steht unter einem ganz besonderen Stern. Die Berufsfeuerwehr Erfurt wird heuer in diesen Tagen, nämlich genau am 1. April 2010, 100 Jahre alt. Wir sind also ein Aprilscherz. Ich möchte die Mannschaften erwähnen, die sich hier qualifiziert haben im Rahmen eines Anmeldungsformulares. Die Feuerwehren Rostock, Dresden, Kiel, Bremen, Hannover, Leipzig, Cottbus, Gera, Stuttgart, Neuling, Halle, Mainz, Neuling und Partnerstadt und Erfurt. Und dann ging's los. Auf 3 Spielfeldern wurde gleichzeitig gespielt. Und dann, das Bier wird so schmecken. Ja! Sierra! Wieder! Gleich bei den Meer-Rückenseller! Wie die Katze, wie die Maus geht's jetzt in die Freiheit, denn wir packen die Mannschaft aus Halle! Matchless! 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 Das Volleyballturnier der Berufsfeuerwehr Erfurt und insbesondere das Turnier der Berufsfeuerwehren Deutschlands ist seit Jahren eine gepflegte Tradition der Feuerwehren. Basierend auf die Besten der jeweiligen Bundesländer. Daraus resultierend haben wir die besten Mannschaften zum Turnier eingeladen. Und wie gesagt, diesmal unter der Schirmherrschaft oder 100 Jahre Berufsfeuerwehr Erfurt. Schirmherr der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt. Und die ganzen organisatorischen Dinge werden abgesichert vom Sport- und Kulturverein. Die Regeln gehen nach den Richtlinien des Deutschen Volleyballverbandes. Natürlich aufgrund der terminlichen Einengung ein bisschen reduziert auf eine Spieldauer von 40 Minuten. Und entsprechend werden die Gewinnsätze bzw. die erreichte Punktzahl innerhalb der 40 Minuten gewertet, um einmal im Gruppen auszuspielen und dann letztendlich den Sieger zu ermitteln. In teilweise hochklassigen Spielen ging es heiß her. Es wurde gekämpft, gebaggert und geschmettert. Dabei lagen Sieg und Niederlage oft eng beieinander. Alle 106 Spieler betraten mit großer Leidenschaft das Volleyballfeld der Walter-Gropius-Schule. Und natürlich forderten die teilweise lange Anreise und das ganztägige Turnier auch bei dem einen oder anderen Teilnehmer ihren Tribut. Tradition ist, dass jeweils der Sieger des Turniers das nächste Volleyballturnier austrägt. Als Sieger durften sich alle fühlen, denn der Spaß stand natürlich im Vordergrund. Den ersten Platz und damit die Ausrichtung des Turniers im nächsten Jahr sicherten sich die Favoriten der Berufsfeuerwehr aus Rostock.